Hallo, wir möchten euch unsere integrierte Berufsausbildungsvorbereitung, kurz IBA, vorstellen. Das sind unsere Übungsköpfe, an denen wir einige Friseurtechniken probieren. Zum Beispiel die Volumenwicklung. Als erstes befeuchten wir das Haar an mit der Wasserspritze. Anschließend nehmen wir den Griffkamm und kämmen das Haar nach hinten durch. Danach nehmen wir den Stielkamm und machen unsere ersten Abteilungen. Nachdem zwei Scheitel gezogen wurden, müssen jetzt die Volumenwickler befestigt werden. Dazu ziehe ich einen Querscheitel, kämme die Haare durch, nehme einen Volumenwickler und drehe diesen gleichmäßig in die Haarsträhne ein und befestige diesen mit einer Befestigungsnadel. So muss am gesamten Kopf verfahren werden. Und so sieht das vollständige Ergebnis einer Volumenwicklung aus. Wir üben aber nicht nur an Übungsköpfen, sondern auch an Menschen, unseren Modellen. Im IBA-Lehrgang wird nicht nur mit Haaren gearbeitet, sondern es werden auch Grundlagen in der Kosmetik, beim Tages-Make-up oder auch im Nageldesign erarbeitet. Hallo Bea, was versteht man unter der Abkürzung IBA? Unter der Abkürzung IBA versteht man die integrierte Berufsausbildungsvorbereitung. Wie lange dauert der IBA-Lehrgang? Der IBA-Lehrgang ist ein vollschulischer Lehrgang und dauert ein Jahr. Gibt es ein Praktikum und wie lange geht dieses? Ja, ein Praktikum gibt es. Es dauert auch insgesamt 11 Wochen und wird in verschiedenen Abschnitten absolviert. Welche Schwerpunkte gibt es im IBA-Lehrgang? Der ganze IBA-Lehrgang zielt auf eine Ausbildung im Berufsfeld Körperpflege. Und dafür vermitteln wir fachtheoretische Inhalte und machen dazu fachpraktische Übungen. Welche Abschlüsse können im IBA-Lehrgang erreicht werden? Zunächst geht es erstmal darum, den IBA-Lehrgang erfolgreich abzuschließen, um die Ausbildungsplatzmöglichkeiten in unserem Berufsfeld zu verbessern. Außerdem können auch allgemeinbildende Bildungsabschlüsse verbessert werden. Vielen Dank, Bea. Gerne. Hier einige Ergebnisse der praktischen Arbeit der Berufsvorbereitung IBA.